Ja, Carla Cargo, das ist die Firma hier in der Nähe von Freiburg in Kenzing. Wir bauen, also ich bin da, arbeitet als Ingenieur für Elektronik und wir entwickeln einen Fahrradanhänger, oder besser gesagt, wir haben ihn schon entwickelt, der ist hier. Und damit können dann bis zu 150 Kilo ziemlich komfortabel, unterstützt mit dem Elektromotor und einer Auflaufbremse, durch die Gegend transportiert werden. Also es geht allgemein um jegliche Form von Transport innerstädtisch für kurze Wege. Also es geht nicht von Stadt zu Stadt, sondern wirklich innerhalb der Stadt, innerhalb einer Ortschaft, innerhalb einer Kommune, kleine Beförderung zu machen. Der Anhänger ist so gebaut, dass er natürlich erstmal die Hauptfunktion als Fahrradanhänger angeschlossen, angekuppelt an das Fahrrad benutzt werden kann. Aber zusätzlich ist der Anhänger ja dreirädrig, steht also immer stabil und kann mit dem Holm, der da dran ist, auch schön mit dem Gasgriff und der Handbremse als Handwagen benutzt werden, um quasi auch auf dem Hof oder auf dem Gelände Dinge durch die Gegend zu fahren. Ja, mit diesem Produkt haben wir natürlich auch eine gewisse politische Botschaft. So ist es auch entstanden. Und wir zeigen auch mit den Lösungen, die wir schaffen, natürlich auch, dass es auch anders geht und dass man mit Elektroleichtfahrzeugen, mit Teilen aus dem Leichtbau eben noch effizienter das Ganze gestalten kann.